Und rein. Hallihallo bei Omivo. Ja, heute ist Donnerstag, der 10. Mai. Es ist Christi Himmelfahrt oder auch bekannt als Vatertag hier in Deutschland. Wir machen uns mal wieder auf große Fahrt. Ich bin hier gerade in unserem Westfalia Columbus 600D. Wie ihr seht, ist hinten schon auf dem Bett schon einige Sachen dabei. Ich transportiere gerade schon die ersten Sachen in den Bus. Ist wie immer ein kleiner Umzug. So. Nach einigen Stunden Packen haben wir es nun auch bei 24 Grad schwülen Temperaturen heute geschafft, den Bus soweit jetzt endlich abfahrbereit zu bekommen. Wir fahren jetzt gleich los und wie üblich ist die A7 natürlich staubedingt wieder dicht, werden dann aber wieder über die übliche Landstraßen Richtung Hamburg erstmal fahren. Mal gucken, wie es läuft. Gimme, come here. So, komm her. Kurze Rast bei Schnuckendorf. Wir sind hier auf so einem Wanderparkplatz gerade angekommen und machen mal eine kleine Rast, mal kurz bewegen. Kommt hier mal ganz gut. Meine Güte, was haben wir alles an verschiedenen Vatertagsumzügen gesehen? Ich glaube, es waren jetzt schon 10 Kolonnen. Geh mal. Stopp! Und die Hälfte waren Frauen, was ja okay ist. Aber alle mindestens maximal 20 Jahre alt oder so. Hat also mit dem eigentlichen Brauch wahrscheinlich nicht mehr so viel zu tun. Schon ziemlich heidemäßig hier so ein bisschen geprägt. Moor- und Heidelandschaft. Aber echt schön. Und das Wetter ist heute wirklich sehr interessant. Also hat schon sowas von Küste. Es sind noch so 21 Grad und ja, wie man sieht und vielleicht auch sicherlich hört, geht ein richtig schöner Wind. Aber es ist richtig klasse. Also, so könnte es von mir aus den ganzen Sommer sein. Los, rein! Hopp! Weiter geht's! Sonst? Es regnet leider, das ist nicht so schön. Es ist schon so dunkel, dass man wieder denkt, oh, kommt der Winter zurück? So, was sagt die Libelle? Oh. Da müssen wir doch glatt. Da müssen wir doch glatt noch ein paar Keile runterschmeißen. Okay. Wir sind hier gerade am Sportpark Büdelsdorf. Wie man im Hintergrund erkennen kann. Gemma und ich gehen gerade ein bisschen Gassi nach der langen Fahrt. Und erkunde gerade ein bisschen die Gegend hier. Das nenne ich doch mal eine abendliche Besprechung im Wald.
auf sämtlichen Baumkronen hängen. Hier die Krähen oder Raben, wer weiß es, ich würde eher auf Krähen tippen. Hier sind sehr viele Nester und dementsprechend ist hier was los. Und schon sind wir auch schon wieder am Stellplatz. Was ganz witzig ist, am Stellplatz gibt es hier so ein Schild, wo sie auch noch mal darauf hinweisen, falls der Stellplatz hier voll ist, wo es noch Alternativen gibt. Das ist ganz nett gemacht. Sonst ist es nichts Besonderes, halt einfach nur ein Parkplatz, leider auch nicht ganz eben. Aber es ist umgeben hier von so Einfamilienhäusern, von daher recht ruhig. Es gibt keine Hauptverkehrsstraße. Klar, wie ihr seht, haben wir ein bisschen gekeilt hier, aber ist ja top. So, wollen wir mal gucken, ob Mutti schon was zu essen gemacht hat. Aha, die Kiste. Ich habe es mir schon gedacht. Ist das ein Problem? Soll ich gehen? Nö. Ich gehe mal kurz in den Keller. Ja, wir haben hier noch so eine kleine Klappkiste. Hier. Quasi unser Trockenlager. Moin Moin aus Büdelsdorf. Ja, wir haben hier wunderbar übernachtet am Stellplatz vom Naturerlebnisbad, welches direkt hier neben dem Eiderstadion liegt im Hintergrund. Und ja, ist echt top hier. Man kann also wunderschön kostenlos übernachten. Und dann, wenn man einen Hund hat oder auch selbst spazieren gehen möchte, kann man hier hinten auf den Treidelweg wandern. Und zwar ist das direkt an der Eider ein kleiner Spazierweg und ist wunderschön ausgebaut. Geht man durch einen kleinen Wald durch und hat echt eine super Möglichkeit, um mit dem Hund spazieren zu gehen. Und machen jetzt eine schöne kleine Wanderung mit dem Hund. Wie man sehen kann, ist das Wetter richtig klasse. Und Claudia, hast du auch gut geschlafen? Genau. Ja. Ja? Was ist das denn? Kleine zieht mich an. Ja. Ja, jetzt gehen wir nochmal eine Runde mit dem Hund und werden dann weiterfahren nach Dänemark. Und so wie es aussieht, ist das Wetter richtig klasse vorausgesagt. Also richtig Temperaturen, die wir mögen. Und wir werden bestimmt eine Menge sonniger Bilder auf unserem Vlog zeigen können. Also, weiter geht's. Was sagst du nochmal? Na, die Bäume wachsen demnächst noch viel besser, weil Gemma an jedem zweiten Gegenpol hat. Ja, hier sind so interessante kleine Bäume, die ganz frisch gewachsen sind und die stehen alle so nah beieinander. Total viele Nester hier oben drin in den Bäumen. Ja, hast du das schon gesehen? Mhm. Sonst würden die ja nicht ohne Grund zu sitzen. Und soweit ich weiß, sind die sogar auch geschützt. So. Also hier. Ja. Also von der Stimmigkeit sind es ja nicht gerade meine Lieblingsvögel. Ist ein bisschen was, als wären in den Bäumen so rumschreiende Headbanger oder Vögel, rappende Rapper. Was ist das für ein Umgangston? Ey, du, da, auf dem anderen Ast. Wie geht's dir heute? Nicht Tireli, Tireli, ist das nicht ein wundervoller Morgen? Ey, du Arsch, das ist mein Ast. Oh, hier geht's aber ordentlich runter, ne? Ich glaube, wir gehen mal in die Richtung, oder? Was meinst du? Oder in die andere? Da wieder rauf, also können wir auch da lang. Gehen wir da lang, ne? Ja, wir sind hier auf dem Treidelweg. Treidelweg erinnert mich, glaube ich, noch an diesen Weg, wo früher die Pferde lang
liefen, die die Boote, die Schiffe gezogen haben. Genau. Hier sind die Pferde lang gezogen worden. Wir sind hier ein Teil der Eider, der alten Eider. Die Pferde sind lang gezogen worden. Ja, die Pferde haben hier die Schiffe lang gezogen. Habe ich vorhin schon gesagt, das hast du noch nicht gehört. Du hast eben gesagt, hier sind die Pferde lang gezogen worden. Wunderschön hier. Und nichts los. Echt herrlich. Ja, man sieht immer wieder neue Schilder, ganz besonders was Hundehalter angeht, beziehungsweise das Führen von Hunden. Wie ihr hier im Hintergrund seht, ist es ganz wichtig, dass nicht nur man hier mit dem Hund lang gehen kann, nein, es ist ganz wichtig, dass auch der Hund angeleint ist. Deswegen auch nochmal der spezielle Pfeil dort. Also wenn ihr mal in Büdelsdorf seid, hier am Naturerlebnisbad auf dem Stellplatz, auch wenn es nur zur Durchreise ist, echt cool hier unten. Einfach durch den Wald durchgehen und dann unten hier auf diesen Kreidelweg. Ich finde das richtig klasse.